1. Herzlich willkommen damit, liebe Leute, zu Let's Play Together Super Mario Party. Ich bin nicht allein hier, sondern ich bin jetzt noch mit ein paar Kollegen, nicht deutsch, Snow aka Robin. Hallo. Und kann mit OLP. Hi. Genau, ich drücke jetzt Samuel. Ja, du musst drücken. Und ich habe schon meinen ersten 5,5 Energy Drink hinter und saufe. Wir machen eine schöne Dreierparty. Leute, können wir das Mikro ein bisschen in die Mitte tun, damit Samuel, du und man ich. Hört Samuel. Man hört mich nicht. Ja, aber es ist am besten, wenn wir es in die Mitte tun, oder? Dann hört man die so, gleich gut. Das ist Samuel. So. Ist hier reingesoffen. Mario? Nein. Hallo. Bowser. Ich hab Bowser. Kuba, bist mein Mann. Kannst Gumba nehmen. Kann ich akzeptieren? Hallo? Du musst den rechten Stick, den Knopf da drücken. X. X? Ja. Cool. So, glaub, Leute. Ja, so. Du musst auch noch OK drücken. Ja, ich weiß. Jetzt sind noch Zuschauer von mir dabei. So. Yeah, boy. Mann. Ich hab keine. So, ich sehe halt einfach ein bisschen nicht aus. Ja, Bowser ist so fett, ihr seht halt gar nichts. Ich bin der kleine Cooper hinten, so, Alter. Was ist los? Was? Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich setz mich einfach hier hin, dann hört ihr mich. Ja, aber geil. Ist Robin fast im Nacken. Eben, und ich sitze zwar in der Mitte, also das heißt man... Du musst leise reden, Robin. Ja, das heißt, man hört mich am besten, aber ich sehe so, am wenigsten. Was jetzt? Ja, David müsste... wenn ich A drücke, dann springe ich. Ah, komm, hier ist der Eingang zum Partyblaser. Mit wem möchtest du eine Party feiern? Wir hören schwierig aus, bitte, sonst ist es, damit es interessant wird. Wir machen normal. Normal doch nicht, Junge! Doch, Star-Kons-Jahrstag ist immer eine Party, da verliert man nur. Nein, da verlierst du nicht, nein! Junge, ich hab's in die Originalteile gespielt, das war immer so. Ja, aber das ist nicht so, bitte mach wenigstens stark. Lass Nintendo fängt mit dem Film. Nein, Nintendo hat sehr stark gemacht. Okay. Ich bin für normal. Stark, bitte. Das ist ein Kompromiss. Mach ganz normal Status, die Mitte, einer goldene Mitte. Okay, eben, goldene Mitte. Das ist eh ein Mädchen, das ist auch normal. Du kannst es, wenn du nicht möchtest, dass es Daisy ist. Eine Geste bei einem Wahlkampf, Wettkampf. David, du kannst es auch noch ändern, wenn du nicht Daisy haben möchtest, alles gell? Gut, alles gut. Eine nette Geste beim Wahlkampf ist... Alter, kannst du mir nicht auf die Pelle rücken oder sagen, kannst du den anderen abzuklatschen. Nein, das geht nicht, weil sonst hört man... Ja. So, also eine nette Geste bei einem Wettkampf ist übrigens mit den anderen abzuklatschen. Guck mal, wie ich gucke. Und ansonsten ist das, wenn alle das Timing genau treffen, wäre es mit einem Versuch. Leute, dann kriegt man übrigens 2 Bonusmünzen. Was muss man... Wir müssen schütteln. Genau, und dann kriegt man 2 Bonusmünzen. Muss man gleichzeitig schütteln? Ja. Yeah. Na, das bringt die Wettkämpfer doch einander näher, nicht wahr? Ja, weil wir auch so voneinander wegsitzen. Oh Gott. Komm, wie immer Cooper guckt, Alter. Ich weiß, guck. Guckt immer so richtig auf Drogen, also Leute, nochmal kurz, damit jeder weiß, wer ist. David ist Mario. Ich bin Bowser und Samuel ist Cooper. So sieht's aus. Bis dann. So, nur für Spaß bei der Party. Bis dann. Wie lange wirst du eigentlich so einen Part machen? Wir überlegen uns jetzt, wie lang die Länge von dem jeweiligen Spielbrett ist und daraus berechnen wir die Partlänge. Halbe Stunde? Halbe. 20 Minuten. Mario. Nein, eine Stunde für ein Brett oder 90 Minuten. Du kannst halbe Stunde oder... Die Party ist so groß, dass es hier etwas für dich zur besseren Orientierung habe. Ja, wir machen das... Nein, ein Gerät, das richtig was hermacht. Das ist so ein Gerät, da kannst du über... Das ist ein Übersicht, das kannst du erst benutzen, wenn du jeden Modus schon einmal gespielt hast. Das Tau-Tablet. Ich hoffe, es hilft dir. Du rückst mir richtig auf die Pelle. Ja, das funktioniert sonst kann ich hier nicht ins Mikrofon sprechen. Man hört dich doch. Bestimmt. Dann, dann, dann. Zelda. Dann, 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 dann. Wie er so hoch in den Schwert. Yay. Übrigens, wir hören den Ton nicht. Das ist richtig grausam, Alter. Ich weiß. Ah, du kannst jetzt das Tor-Tablet verwenden. Ah. Ja, das ist halt darauf so eine... Darauf findest du unter anderem eine praktische Karte. Schließe das Tor-Tablet, um zu... Ja, die Blase so zu drehen. Ja, das kannst du aber erst benutzen, wenn du alle jeden Monat schon mal gespielt hast. Okay. Kannst du bitte können zu dem in der Mitte. Ja, wir machen natürlich erst die. Du musst nicht überall rumlaufen. Das ist doch die erste hier mit deinem Block links. Ja, du geh einfach ganz in die Mitte. Da kannst du dann noch auswählen, welchen du willst. Aber das ist die erste. Ja, gut, dann geh halt darauf. Du kannst auch so. Du musst aber nicht so auswählen. Ups. Double Stock League Wettkampf in. Nein, falsch. Nee, das ist falsch. Ich sag ja, du hättest in die Mitte gehen müssen. Ja, wir gehen jetzt einfach wieder raus. Ja, B. Dann gehen wir jetzt in die Mitte. Genau. Aber trotzdem, die erste steht erstmal rechts. Doch die Steinblock. Das ist doch auch Steinblock. Ja, außerdem kannst du es dann nochmal. Willkommen am Mario Party. Wusste ich es doch, dass es dich hierher verschlägt. Ah, David kann nicht lesen. Das hat im Weg. Viel Glück. Ich lese ab jetzt. Oh. Drücke Plus und Minus auf der. Ja, auf dem Joy-Con, wenn du den Modus wieder verlassen möchtest. Okay. Ich mache auch YouTube seit über einem Jahr, Leute. So, machen wir 10 Runden, das sind ca. 60 Minuten oder 90? Ja, 120 ist zu lang. Ja, 10 Runden. 10 Runden, das ist gut, das hoffen wir, ist mein erstes Spielbrett. Das heißt, eine Viertelstunde geht ein Part. Okay.
So, und das sieht halt cool aus. Ich finde, kann man es eigentlich ausschalten, dass man sieht, wer online ist? Nee, ich glaube, das ist Switch. Oh, die Dinger kenne ich noch. Ich hab geschlagen immer. Nein, das bringt dir aber in dem nichts. Das sind so Türsteher. Das sind Türsteher. Und wenn du da vorbei bist, musst du 5 Münzen. Ne, am Anfang glaube ich 3, dann 5 Münzen immer mehr. Also Leute, ich kenne das erste Spielbrett schon in auswendig. Du bist zum ersten Mal hier. Mach nein. Das ist sonst labert der dich komplett voll. Wie sieht denn mit den Regeln aus? Nein, der redet eine halbe Stunde. Jeder kennt die Regeln von Mario Party. Oh. Nintendo hat die aufgezeigt. Ja, nur weil du Nintendo das gemacht hast. Wir sind nicht Nintendo. Wir sind besser. Oh, ich bin als erstes. Oh, da. Ich bin der Letzte. Ja, Koopa ist erst. Koopa ist besser, Mann. Dann kommt Daisy. Wir wollen auch ein Mädchen in unserem Team haben. Wir sind tatsächlich das hier. Wir gehen beide auf David. Ach so, also wenn du nur mit männlichen Charakteren bei Mario Party spielst, bist du automatisch frauenfeindlich. Und was ist, wenn du spielst? Ich dachte, ich rede nicht immer in Zeuge rein, aber scheinbar damit kann es auch. Ja, wir haben, es ist ein weiblicher Charakter, aber kein Mädchen, was niederhält, das Mario Party spielt. Ist eigentlich toll, aber es ist es halt. So, okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Also, wenn ihr wollt, kann ich euch ein bisschen das Spielbrett erklären. Ich kann es schon auswendig, falls ihr wollt. Hast du das bis mal gespielt? Nein, aber ich habe mir schon jetzt Play komplett schon 5 Parts oder so anguckt. Ich kann's mal gespielt. So, es geht darum, natürlich das Stern anzusammeln wie bei allen Mario Partys. Ich habe das Spiel ja selber nicht mal so, deshalb muss ich ja bei dir mitmachen, sonst hätte ich natürlich selber. Ich bin erst in der Reihenfolge, oder? Ja. Ja. Koopa ist am Zug. Ganz kurz, du kannst durchwechseln, wenn du du hast noch diesen Koopa Würfel. Der ist halt. Warum soll ich den jetzt benutzen? Weil du dann eine 10 würfeln könntest, wenn du wollen würdest. Aber du kannst natürlich auch eine 1 würfeln oder so. Also Leute, soll ich kurz bitte erklären? Ja, klar, alles gut. Also, Leute, jeder Charakter hat seinen individuellen Würfel. Es gibt zum Beispiel Würfel, wo du auch eine 0 werfen kannst, dafür halt eine 10 und eine 9 oder so. Dann gibt es Würfel, wo du Münzen gewinnen kannst oder Minus. Du musst, ja, stimmt. Geil. Münzen oder halt Münzen gewinnen oder verlieren kannst. Also jeder hat seinen individuellen Würfel und natürlich auch den normalen Würfel. Man kann, es gibt so Freundesfelder, da kann man Freunde gewinnen, die dann mit einem mitwürfeln und so. Und alle gehen ab. Okay. Wer die Felder nicht kennt, es gibt diese Achtung-Felder, da passiert etwas. Dann gibt es die blauen Felder, da kriegt man 3 Münzen. Dann gibt es die roten, da muss man 3 Münzen zahlen. Und da gibt es auch verschiedene Sachen. Und ein Stern kostet in diesem Teil 10 Münzen. Das ist sehr wenig. Warte, Bay. Ja. So, und ich überhole erstmal Pete hier, nicht genau. Pete, sondern und da könntest du jetzt. Ja, könntest jetzt an. Mir fällt der Name nicht ein, von dem Steintypen. Da müsste man jetzt, ich glaube, am Anfang 3 Münzen oder so bezahlen. Und ja, genau, ihr seht, mein Bowser-Würfel hat -3 und -3. Ich kann Münzen verlieren, ich kann aber hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich eine 8, 9 oder 10 würfel. Also wenn man vorankommen will, ist das natürlich sehr, sehr gut und sonst kann man einfach den hier nehmen und, ja, würfeln. Das ist natürlich immer die Variante, die sicherste und ich verliere erstmal gleich Münzen. Geil! Nein, ich bin schlechter, weil ich -3. Hätte ich auch gleich Ding machen können. Grandios! Minispiel! Ja! Ja, geil! 1 vs 3! Ich gebe euch 3! Oh, und saubere Arbeit! X im Sinn. Es gibt übrigens auch Münzen-Spiele, wo man extra Münzen nimmt. Nach jeder Runde gibt es so ein Minigame hier. Das ist ja wie beim ersten Mal Party. Ihr könnt hier rechts euch durchlesen, was ihr machen müsst. Also ich muss es gibt halt immer, da wird einem was gezeigt. Dann kann ich eine Frage für euch auswählen, welche von den 3 Fragen. Und dann müsst ihr sie beantworten. Ich darf dreimal eine Frage stellen. Und ihr müsst halt dann auswählen, was von beiden es ist. Und ihr müsst es halt 3-mal richtig haben, sonst habe ich gewonnen und krieg 8 Münzen, sonst kriegt ihr alle 3 8 Münzen. Also ich muss auf dem Feld gehen. Nein, das ist der Tester, kannst du sogar schon spielen. Links oben, du kannst es schon austesten, aber es wird noch nicht gewertet. Das heißt, ich könnte da halt sogar schon was auswählen, wenn ich wollen würde. Ihr müsst euch rechts angucken, da steht Teamspiele. Ja, genau, da müsst ihr jetzt auf 4 gehen und die 3 gemacht haben, sind gestorben. Wenn ihr drückt ZR, dann können wir anfangen. Ganz kurz, hier rechts seht ihr halt Frage auswählen, das darf ich machen. Samuel, da kannst du auch deine Steuerungen sehen, die sind am Bildschirm. Okay, und jetzt könnte ich hier halt gucken, auswählen. Zum Beispiel, was hat der 7. Paracoupa getragen? Das müsstet ihr bestimmt nicht. Okay, mach. Nein. Mach. Beginn, drück ZL und ZR. Willst du mich raus? Nein, du musst ZL und ZR drücken, damit wir beginnen können. Die ich hier oben. Ich habe Orange getragen übrigens. Ich bin nicht dumm. Doch, nein, Spaß. Jetzt geht's aus, Mann. So, was kommt? Okay, und jetzt, da könnt ihr was auswählen. So, und ich darf natürlich auch ein bisschen so machen. Oh, ja, interessantes Zeug, was die da dabei hatten. Ja, ist ja easy. Ist doch langweilig. Ist ja die zweite und die dritte Frage kommen halt aufs selbe hinaus, aber gut. Ich weiß was. Wer hat mich das getragen? Was? Wie,
kleiner Tipp, wenn ihr euch immer auf selbe stellt, dann kann es sein, dass ihr alle stirbt. Aber das stimmt doch. Sicher? Ah, Samuel, hättest du noch beim anderen bleiben sollen. Dann hätte ich... Okay, die erste Frage ist natürlich jetzt relativ einfach. Die war erst einfach. Are you sure about that? So, aber mal sehen. Es ist natürlich... Ja, ich weiß nicht. Okay, da habe ich schon Bock drauf. Genau! Ich kann das Film dann nicht zurückspulen. Ja, ich würde sagen, was hat der zweite Paragupa getragen? Komm! Stopp, auf die Ananas mit dir, Junge, auf die Ananas! Okay, die ist auf irgendwas. Bitte darf ich überleben, bitte. Ich weiß es nicht. Oh, so was hat der zweite getragen? Eine Wassermelone. Nein, eine Orange. Da sind doch die Peaks drauf, ne? Ja. Es gibt Daisy, keine Peach, du bist... Ich bleib ab jetzt immer bei der Daisy, weil... Ja, ist egal, ihr sterbt beide. Der NPC... Sprich für mich... der NPC... Der NPC ist nur stark. Ja, moin, Alter, was ist das denn? was hättet ihr da für eine Chance? Was ist das? Wie viele Toads trugen Orangen? Aber gucken, vorher mal den NPC. Das ist so die schwierigste Frage für Menschen, würde ich sagen. Ja. Ja, aber sie hat's wahrscheinlich richtig, oder? Nein. Ey, sie bewegt sich nicht mal weg. Ich glaube schon, dass sie es richtig hat. Sie ist zwar auf stark, aber... Oder sie macht, weil wir beide Spieler verkackt haben, lässt sie uns auch verkacken. Eins. Zwei. Ja, das ist halt, deshalb muss man mit vier Menschen spielen. Jetzt habe ich verloren. Sie ist geil. Einfach nur, weil es ein Bot ist. Ich hab was nicht mehr, Leute. Da siehst du, dass der Todesbot am Start, Alter. Yeah. Und ihr habt's verkackt. Ja, als ob es immer noch zählt, wenn man eine Stunde abwartet. Ja, moin. Hä, ihr wartet eine Stunde ab und kriegt's trotzdem. Das war so lächerlich. Vor allem der Witz ist, wenn ich jetzt gewonnen hätte, hätte ich nicht den Schlag machen können. Das heißt, ihr gewinnt so oder so mehr. Ich krieg zwei Münzen, okay. Ja, gemein. Funktioniert doch. Geil, ich hab vier Münzen, ihr habt alle drei 18. Geile Runde auf jeden Fall. Ich übertrieben. Beginnt schon mal gut für mich. Ihr drei seid alle Erster, ich bin Vierter. Ja, ich bin auch noch Letzter, also ich würde sagen, Leute, erst hier Cola trinken. Ich bin mal richtig geil auf Würfel wechseln. So, Samuel, du darfst anfangen. Ich habe die Chance, eine 10 zu würfeln oder eine 1. Mach doch. Du musst erst Ding drücken. Ja, nach oben. Ja. Jetzt, bitte, na, es, du hast, ja, das ist eine Wahrscheinlichkeit, 33%, dass du eine 1 würfelst. Ja! Oh, das ist so like a boss! Und landest fast beim Stern. Geht immer Label. Sag mal, ich wollte Tannis deiner Mutter in Richtung vom Mikrofon erhalten, du kannst, wenn du... Du kannst nachschauen, wenn du die Map öffnest, siehst du, wo du landest. Map? Ja, Spielbrettübersicht. Du darfst es zurücklehnen, weil das Mikrofon der Frau Mord gestellt ist. Und legt der Vorsitz über das teuerste Portal zum Mikrofon. Alles klar. Oh, das sieht besser aus. Du bist halt näher dran, du musst halt schauen, welcher der Weg ist. Ja, vermutlich der hier. Da kriegst du, da kommst du bis an diesem Feld, das bei einem fliegenden Flug bist, kannst du dich zum Gegner teleportieren. Du bist zu blöd, du warst der Erste, du hättest am Stern sein können, jetzt teleportierst du dich zurück zu einem Gegner. So, oh Junge, was machst du da? Das kann ich später einsetzen. Nein, das ist doch noch viel, du kriegst noch was dafür, du kriegst noch einen Partner. Ja, Zahlen. Am Arsch, Alter, kriegst du kein Geld, wenn du scheiß Drecksling. Ja, Junge, okay, Leute, jetzt seht ihr, er kriegt einen Partner, moin. Der würfelt übrigens immer für dich mit und er gibt dir auch noch einen extra Würfel, den du benutzen kannst. Bitte nicht. Ich selber auswählen? Nein, bitte nicht. Buhu. So, okay. Bitte nicht, Buhu, bitte nicht. Ich Buhu. Wetten, er kriegt Buhu. Ach, du willst mich doch. Ich mag Buhu übrigens am meisten. Ja, so. Ich weiß. Ja, der hat guck mal, was er für einen geilen Würfel hat. Ja, immer sehen, was er für einen Würfel hat, oh, was er alles kann. Ich bin gerade bereit, ein bisschen Unfug zu treiben. Das Geile, ja, guck. Oh, er kann ja gut würfeln, er kann aber auch Minus. Ja, aber ja, ich habe einen geilen Partner. Das ist halt so ein Risiko. So, jetzt ist wenn unser Bot dran, was haben wir gut der? Die Bots gewinnen immer übrigens. Das nein, ist so. Bot auf stark, der verkackt, ich sag's dir, safe. Guck, 2. Safe, ich sag dir, der wird... Niemand kommt gegen dummes Glück okay, an. Okay, also ich sag, weil ich Pech hab, Samuel Erster. Ja, okay, das ist übrigens so ein Block, den kann man finden und da drin kann Stern sein. Okay, Betrug, er hat keinen Stern bekommen. Plus 7. Wäre das Feld rechts oben mal dran gekommen, hätte sie einen Stern bekommen. So, jetzt bin ich am Zug. Also ich sag so, erster Samuel, zweiter ich, dritter David, weil er David ist. Komm und vierter der Bot.
Wieso ist? Nee, eher andersrum meine ich. Ich meine, komm, David, hol dir auch einen Verbündeten. Komm auf die dunkle Seite. Ja, ist egal, wo es da lang geht, komm auf Serbien hinaus, ne? Nein, komm. Kannst du nicht zählen? Kann man es ein bisschen umschauen? Ah ja, hier. Doch. Guck, nein. Komm nicht auf Serbien hinaus. Du kommst nicht auf Serbien hinaus. Guck, da bist du aufs blaue Feld. Was ist denn das? Ein Verbündetenfeld, da gehst du doch hin. Da kriegst du einen Verbündeten. Ja, Georg, ja. Geh da lang. Da lang. Einfach ja, geh da lang. B. Ja, ist alles geh gut. Lang. Hä? Du bist irgendwie dumm, oder? Achso, B. Du musst A drücken. Geh da lang. Ja. Ja. Was ja, bist du? So, und jetzt hat. Drück A. Jetzt zahl mal. Wenn du mir 5 Münzen gibst, bla bla bla. Ja. Oh. Hättest du nicht. Ach, Junge. Ich hab A gedrückt. Ich hab gesagt, zahl doch. Ja, ja. Hättest du es nicht gesagt? Du wüsst ja gar nicht, was du da. Ich hätte mir aufs Falsche gegangen. Was? Nein, du bist eigentlich aufs Richtige gegangen. Wir wollten dich dazu verleiten, dass du aufs Falsche gehst, damit du jetzt. Am besten zu Daisy zurückgefordert. Oder zu mir. Ach so, dann passt ja, gut, oder auch zu dir. Jetzt halt mal an. Hättest du nicht sagen sollen. Und? Oh, ist egal. Ja, ey, sag es doch, doch, der hat einen ziemlich guten Würfel. Der hat einen Würfel, fünfmal kannst du eine 4 würfeln oder eine 0. Also ist ein ziemlich guter Würfel. Also. Ich bin jetzt bei dir mit. Der ist, ja. Yeah. Übrigens, also Leute, die Partner geben euch einen neuen Würfel. Ihr seht, der Würfel ist richtig stark. Alter, geil. Die geben euch einen neuen Würfel. Ich bin happy. Oder, und sie würfeln halt immer mit euch mit. Was habe ich zu verlieren? Ich habe sowieso Pech. Von hier ist es einigermaßen das Spielfeld. Ich kenne mein Pech. Ich kenne mein Pech. Tino! Nein, da möchte ich nicht. Hallo? Nein, nicht Inneres der Ruine. Ja, doch, da lang. Genau. Spielbrettübersicht. Sagen wir mal, geht in Richtung von. Ich könnte mir den Stern holen, habe aber nur 4 Münzen. Ist das so ein Betrug? Ich hätte mir den Stern jetzt holen können. Wäre ich nicht auf diesem. Oh, ist das so ein Betrug. So ist jetzt ein Item oder was läuft? Ich laufe erst mit euch rein. LOL! Achso, anhalten da. So, bitte. Bowser Junior, Bowser. Nein. Das Gute ist, die sagen zu Bowser immer einen coolen Spruch, weil Bowser ist ja deren Boss. Es hasst ein Hammer Pro. Der sagt immer so, ich ja, ich böse. Mag. Der sagt mag irgendwie Hammer irgendwas von Bowser, mein Herr, lassen wir es gemeinsam also richtig krachen. Ich sag doch. Alter, was ist der für ein Würfel? Naja. Das ist halt so ein Würfel, ja, da kannst du nicht verlieren. 3 Münzen plus oder 5. 3 Münzen ist halt gar nichts. Also, du kannst nicht verlieren. Nicht wirklich. Halt, doch, 4 gegen 4. Ist nicht viel. Ich will Panzer. Bombenstimmung. Bomben Stimmung. Hallo Akbar. Okay. Das wollen wir richtig. Das Aufgabe. Ist es. Wenn man einen Partner hat, hat man Glück. Willst du es vorlesen? Oder soll ich? Weil ich sehe es besser. Du siehst okay, besser. Aufgabe. Explosion von Bob-Oms entgehen. Reiche die Bob-Oms im Uhrzeigersinn. Ey, ich würde mal weitergehen. Reiche die Bob-Oms im Uhrzeigersinn. Ist nur der Test. Reiche die Bob-Oms im Uhrzeigersinn weiter. Du kannst immer nur einen in den Händen halten. Weitergeben ist halt der Knopf rechts. So, und die gehen halt nach einer Zeit weg. Und ich habe jetzt noch den Hammer-Bro, den könnte ich jetzt noch steuern. So gesehen. Echt? Du hättest jetzt drücken müssen. Oder. Ja, du verreckst. Genau, und jetzt dürfte ich. Du kannst immer einen steuern, wenn du auf den Knopf drückst. Hast du so, weitergeben. Guck, jetzt wirft er halt ja die Bombe zu mir. Ja, jetzt ist ein bisschen. Und dann hätte ich jetzt warten müssen. Ihr ich habe eigentlich nicht gedrückt, egal. Okay, hallo? Du musst auf ZL, auf die SLSR drücken. Uff! Ja, du hast aber gar nichts gemacht, das war der Bot. Wie geht das jetzt? Nein, ich bin der. Nein, ich konnte ihn auch nicht steuern, den gelben. Das hast nicht du gemacht. Wie funktioniert das jetzt? Ja, doch, ich. Nein, du kannst nur deinen eigenen Charakter spielen. Du kannst nicht. Was soll ich machen? Was muss man drücken? Das stimmt. Was muss man drücken? Dann, Junge, lest doch durch. Da rechts weitergeben. Du hast eine Bombe. Wenn du eine Bombe kriegst, musst du auf weitergeben drücken, okay. Damit es bei dir nicht explodiert. Und du musst vielleicht mal weitergeben. Ja, David rafft sich. Du musst auf SLSR drücken. Ja, immer ich drück SLSR. Dann musst du da drauf drücken. Ich hab das gedrückt. Samuel, drück SLSR. Guck mal, du hast es noch nicht gedrückt. Drück doch SL. Ja, danke. Ja. Alter Samuel. Ich will noch ausprobieren. So, jetzt. So, man kann sein, die Helfer helfen einem so gesehen. Das heißt, ja. Ich kann sie steuern, aber die gehen ab. Ja. Naja. Ja, wieso gibt's denn? Nein! Weg! Okay. Ich bin noch drin mit meinem Helfer, aber geil. Er ist ein Verrat, ne? Ich bin immer weniger Leute. Wir sind so Alter, das ist fies. Nein! Ja, okay, zumindest zweiter. So, Robin, jetzt stirbst du. Also, der erste kriegt übrigens 8. Oh. Nein, du bist so ein Sack. Nein. Der erste kriegt 8 Münzen, der zweite 4, der dritte 2 in der letzten Runde. Alter, komm, nein, tu's nicht. Das ist, ja, wenn ich mich verliere. Nein. Ich krieg 8 Münzen, er kriegt 4, David kriegt 2 und der Bot 0. Oh, das war so knapp, Alter. Oder? Bowser gewonnen. Vor allem, ich kann jetzt mit niemandem abchecken. Ich hab so Pech. Ja, moin. Das ist so lächerlich.
Oh Gott. Warte, wir rutschen jetzt. Samuel, rutsch mal ganz nach links, bitte. So, dann rutsch. Nein, in die Richtung, Wir rutschen jetzt alle ganz weit in die Richtung. Warum? Damit ich möglichst viel sehe. Dann muss aber rüber, du Schwule. Du kannst noch mehr rutschen, Samu. Du musst das Mikro nachmachen. Der schwule Bruder. Ja, du kannst noch mehr rutschen, Samu. Ich kann noch mal rutschen. Ja. Ganz. Nein, ja. Ich meinte eher Richtung. Also ich würde sagen, ich habe alles. Ach so, passt das. Ja, du kannst jetzt hin. So ist es sehr gut. Du kannst jetzt holen. Je nachdem welchen Würfel. Du bist so blöd. Hättest du den normalen Würfel genommen, hättest. Wenn du jetzt halt. Ach nee, du hast noch einen Helfer. Wenn du jetzt Geld kriegst, dann kann es sein, dass es. Du verlierst Geld und wenn du jetzt keine zwei Würfel kriegst, du den Stern nicht. Oh Gott. Hä, hey, Samuel, was hast du gemacht? Hättest du den normalen Würfel genommen, hättest du den Stern safe bekommen, gell? Ja, aber so hat er einen Stern, ne? Ja, er hätte ihn. Ja, aber er hat Munzen verloren. Hätte er es anders gemacht, hätte er den Stern safe bekommen. So hatte er nur Glück, dass er einen Stern bekommen hat. Ja, aber ich krass bin. So. Ich gucke, Alter. Stern. Erhaltung. Naja, auf jeden Fall, ich bin immer noch Letzter. Ich sag ja, du bist Erster. So. Genau, das ist das Bildstand und im nächsten Part geht's weiter, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und ciao. Und Toilette fliegt wieder weg.